wieder ab. Hier ist euer Number One Dalai. Ich begrüße jeden einzelnen von euch und hoffe, euch geht es gut. In diesem Video zeige ich euch wieder mal einen sehr coolen Wall Breach. Dieser Wall Breach ist eigenermaßen auch sehr groß, aber dazu kommen wir, wenn wir in diesem Wall Breach drin sind. Jetzt kommt erstmal zur Erklärung, was benötigen wir und wo ist der Standort. Wir benötigen ein etwas höheres Auto, um über die Wand rüber zu klettern. Das kennt ihr ja quasi schon, über andere Wall Breaches reinzukommen. Das heißt, ihr benötigt ein Geländewagen wie das Auto hinter uns oder quasi das gleiche Auto wie ich. So, jetzt kommt zur Erklärung, wo der Standort ist. Dort hinten ist ja die Kirmes quasi, wo die Achterbahn ist und das Riesenrad und der Tower, der kleine. So, dann auf der rechten Seite dort hinten Bahama West Mamas, die Diskothek und dort hinten das Studio. Ich check das nochmal auf der Karte kurz für die Leute, die das noch nicht wissen, wo das markiert ist. Dort müssen wir hin und dort ist Bahama West Mamas, die Diskothek, wo man auch reingehen kann. Kleiner Tipp, einer stellt sich an der Türe nochmal und der Kollege fährt mit der Feuerwehr dagegen und er klitscht da durch. Dann haben wir hier einmal das Studio und hier unten das Riesenrad. So, und dort müssen wir hin, ungefähr an diesen Fleck. Dann müssen wir hier lang fahren, ungefähr wo die Unterführung ist, wo die Autobahn lang geht. Und dort fahren wir jetzt einfach mal hin. Ihr könnt euch natürlich auch orientieren hier rechts auf Astro Theaters. Es ist ein Theater hier auf der rechten Seite. So sieht das etwa aus. Und hier rechts, wo der schwarze Streifen ist, dort habe ich das extra mal markiert. Dort müssen wir hin. Ganz locker und easy fahren wir rückwärts einfach mal an die Wand dran. So. Das reicht schon quasi mit diesem großen Auto. Dann klettern wir hier nochmal hoch. Nehmen wir am besten eine Waffe dafür, weil jetzt kann man wenigstens ein wenig orientieren, wo man am besten hochklettern kann. Am besten so quasi, dass das Mannequin ungefähr so breit steht wie die Wand. Dann nach vorne drücken und Viereck drücken. Okay, hat jetzt quasi nicht geklappt, das versuchen wir jetzt nochmal. Manchmal geht es, manchmal nicht, dass er klettert, keine Ahnung warum. So, jetzt nochmal und es hat geklappt. Jetzt müsst ihr einfach nur aufpassen, wenn ihr hier runterfällt, kommt ihr natürlich wieder raus. Wir gehen jetzt hier auf der rechten Seite einfach runtergehen und er springt ganz komisch und fliegt hin. So, irgendwie sehe ich nichts. Doch, jetzt auf einmal sehe ich was. Es war ein kleiner Grafikbug. Ihr könnt natürlich hier die ganze Autobahnunterführung lang gehen, aber passt auf. Auf der anderen Seite, wo der Gegenverkehr ist, Richtung Stadt, dort dürft ihr nicht hin, sonst fliegt ihr runter. Jetzt gehen wir einfach mal auf diese Seite hier nochmal, wo wir eben waren. Hier kann man natürlich auch rausschießen. Ich werde das nochmal zeigen bei der Person hier. So, getroffen, ganz kurios. Jetzt ist die Person tot. Gestorben wollte ich sagen, ja, tot, gestorben ist das gleiche. Wir können natürlich auch weitergehen, auch hier rumballern nach oben. Nach unten geht es leider definitiv nicht. Auch nach oben nicht, das heißt, ihr seid gesichert hier. Nur nach oben könnt ihr schießen. Das heißt, hier in diesem Parkhaus, wenn Leute sich hier rumtreiben, Tuning-Treff hier veranstalten, könnt ihr eiskalt eine Panzerfaust nehmen und von hier auch die Leute abschießen. Ganz easy, easy going. So, und jetzt kommt noch eine kleine Frage zu euch. Wenn ihr das testet, könnt ihr auch mal was anderes testen. Das werde ich selber jetzt nicht testen. Wenn ihr jetzt hier lang geht, dann fliegt ihr natürlich raus. Ihr müsst keinen Selbstmord machen. Ihr geht einfach hier lang, springt ihr raus. Wunderbar. Und meine Frage ist, könnt ihr mal was ausprobieren? Nicht nur die YouTuber, sondern ihr nehmt mal einen LKW, stellt ihn hier hin und versucht mal mit Viereck in diese Brücke reinzukommen auf der anderen Seite. Wenn ihr dies gemacht habt, schreibt einfach mal in die Kommentare. Ich würde mich total interessieren, ob das auch gehen würde. Ich probiere es diesmal nicht aus, sondern meine Abonnenten. Ihr habt dann auch mal was zu tun in diesem Spiel und habt ein bisschen Spaß zum Ausprobieren. Ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch eigenermaßen gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut da rein, euer Hochnumber Wanderla. Ciao und haut rein. Ah, when I switch lanes, then them doors swing. Arm out the window screaming money in the thing. Call it automatic bang, bang, bang. Call it automatic bang, bang, bang. Robbie switch lanes, diamonds in my chain. Been around the world, all the hoes know my name. Call it automatic bang, bang, bang. It's that automatic bang, bang, bang.